Moin zusammen und willkommen zurück hier. Wir sind wieder hier auf der NF Marsch angelangt. Ja, und Missionsarbeit ist das Motto. Wir sind jetzt hier auf Feld 13 gerade. Und werden da mal kurz für die Spritze einen Kurs bauen. Du fängst am ersten Wegpunkt an. So, ich habe mal wieder neue Mods mit reingenommen. Man sieht das hier oben. Das Vertrags- oder ja, doch das Missions-HUD sozusagen. Können wir sehen, wir haben 5 aktive Verträge, wie weit wir bei den jeweiligen Missionen sind. Wir können das auch in verschiedenen Varianten hier so mit Balken noch dazu. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Das reicht schon. So, aber wir müssen weiterarbeiten. Hier ist unser erstes Material von Feld 45. Wir sind ja hier kräftig am Ballen sammeln. Und da werden wir auf jeden Fall auch weitermachen. Alles andere läuft ja am Moment zumindest automatisch im Hintergrund. Es wird gespritzt, es wird gegrubbert, es wird, gegrubbert wird nicht, der fährt gerade aufs nächste Feld, der Grubber. Was haben wir noch? Genau, es wird geschwadet, es wird Ballen gepresst hier oben. Also alles es läuft. So. Das haben wir eben wirklich durch dieses HUD eben auch so ein bisschen immer einen Überblick, wie weit wir eben mit den einzelnen Missionen sind. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, dann können wir gucken. Das brauchen wir nicht. Der Verkauf Gärtnerei ist schon eingestellt. Da können wir den dann gleich wieder zurückfahren lassen, wenn er voll ist. Da hinten ist die Presse, die dreht gerade. Ja, ich glaube, mit den Ballen hier werden wir noch einige Zeit zu tun haben. Aber es bringt halt auch die entsprechende Kohle und deswegen machen wir das ja auch. So, da wurde gerade Sonnenblume abgeliefert von Feld 50. Der Grubber ist angekommen. Jo, da kümmern wir uns gleich um den Kurs, sobald wir den hier wieder voll haben. Und der dann dementsprechend unterwegs zur Gärtnerei ist. So, guck mal, den müssen wir auf jeden Fall hier rausnehmen. Ja, und wir werden es wieder so machen, das was an Heu nachher übrig bleibt, das wird wieder am Hof abgestellt. Was wir uns am Hof noch bauen können, das habe ich jetzt auch als Mod mit reingenommen. Es gibt ja, das haben wir auch schon auf unserem USA-Projekt, das unterirdische Ballenlager vom Archimobil. Der kann auch zum Beispiel die Sägewerkspaletten, der kann auch die Paletten vom Sägewerk einlagern. Und was eben auch neu ist, wir können auch zum Beispiel Heuballen, wir können alle Ballenarten quasi einlagern. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, gut, der fährt, wir brauchen den Grubber. Den Grubber hier. Und zwar auf Feld 15. Das ist die Frage. Ich vermute mal, dass das hier Feld 15 ist. Ja, da sind wir richtig.
So, da stellen wir uns hier außen hin, löschen den Kurs, machen einen neuen. Das passt alles. Generiere Kurs. Hat er gemacht. Perfekt. Du beginnst, na klar, am ersten Wegpunkt. Und los geht's. So. Die zwei, ja, der steht hier erstmal rum. Das Ballenlager. Und ich würde irgendwann demnächst einen Hühnerstall bauen wollen. Ich habe nämlich von Hot das Hot Animals Pack mit reingenommen. Da gibt es zum Beispiel einen Hühnerstall mit 1000 Hühnern. Und den würde ich gerne irgendwie über kurz oder lang bauen wollen. Wir haben zwar noch kein Futter, wird aber alles irgendwann kommen. So, bieg du erstmal hier ein. Ja, wir gucken, dass wir jetzt hier die laufenden Missionen erstmal abschließen. Dann eventuell auf den nächsten Tag vorspulen. Damit wir mit der Zuckerrübenernte hoffentlich loslegen können. Und das muss ja auch erledigt werden. So, komm, wir können doch hier hinten rausfahren. Einmal kurz in das Gras. Ach, das geht. Machen wir eine kleine Abkürzung. So, jetzt schauen wir mal. Ja, die ist. Das Dreschen auf Feld 50 ist im Moment die Mission, die am schnellsten fertig sein sollte. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Spritzen auf der 13 schneller werden sollte. Da sind wir jetzt gerade bei 48%. Ja, jetzt sind wir bei 49. Also das... da überholen wir demnächst die anderen Missionen. Und ja, hier geht es na klar auch relativ zügig voran. Je mehr Ballen wir wegbekommen, desto besser wird die Sache hier. Rein theoretisch könnten wir schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Flügemissionen hätten. Dann könnten wir da nämlich unseren Klaas mit dem schönen Tiefenlockerer losschicken. Also mit dem Tiefenlockerer Schrägstrich Blug. Gucken wir gleich mal, wenn wir hier wieder voll sind. Das geht ja sehr schnell. Was haben wir? 6 Stück brauchen wir noch. So. Ach, 3-mal. Haben wir den einen nicht getroffen. Was ist? So. Ja, dann lassen wir den mal losfahren und wir schauen mal, ob wir was zum Pflügen hätten. Ballen pressen, düngen, grubbern, pflügen. Ja, gucken wir mal an. Feld 1. Wird doch sofort genommen. Das machen wir doch gleich. Ja, ein Traktor, der einfach nur rumsteht, ist ein schlechtes Gerät, würde ich sagen. Der muss einfach laufen.
So. Dann fällt ein. Auf geht's. Okay, ja gut, fahr du mal so irgendwie. So, jetzt würde ich es sagen, wir platzieren uns mal dieses Ballenpalettenlager. Das hier. Ich weiß nur nicht, wohin damit. Könnten das ja so hier hinsetzen. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter rein. Jetzt lassen wir mal ganz kurz gucken. Da drüben ist die Abladung. Da können wir das. So. Und um zu zeigen, dass das funktioniert, werden wir jetzt einmal ja, du bist bei der Gärtnerei, das ist schön. Wir schnappen uns jetzt hier einfach mal einen Heuballen. Das ist na klar dann auch wieder für die Performance eine sehr gute Sache, wenn wir das hier drin haben. Und wir sehen, schon ist der Ballen weg. Wenn wir hier drüben hingehen, haben wir 7281 Liter. Wir können einen Rundballen, wir können es als Rundballen, wir können es als Quaderballen. Das müsste dann vermutlich der gewesen sein. Ein Ballen auslagern und schon ist er wieder da. Perfekt. So, schmeißen wir hier rein. So. Abladen. Und weiter geht's. 45% haben wir schon. Ja, passt doch, das passt doch. Weil das Gute ist, wir können dann eben in diesem Palettenlager auch unsere ganzen Zuckerpaletten, wenn sie dann irgendwann mal kommen, zwischenlagern. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass das Zeug dann nicht irgendwo unmotiviert in der Gegend rumstehen muss, sondern eben gut aufbewahrt erstmal gelagert wird, bis wir irgendwann dann immer einen guten Preis haben, wo wir verkaufen können. Halt, nicht so. Also, erstmal Z und dann B. Erst den Ablademodus beenden und dann den Auflademodus anmachen. Dann funktioniert die Sache auch. Zeit haben wir noch. Ich habe das Gefühl, die Ballenpresse holt den Schwader so langsam ein. Da müssen wir Acht geben, dass die nicht irgendwann auflaufen. Aber so viel ist das ja auch gar nicht mehr, so wie das aussieht. Ups. So. Wir brauchen noch ein paar Ballen.
anderen Sachen scheint es. Wir müssen auf jeden Fall gleich dem Luke noch einen Kurs bauen, damit der loslegen kann. So, wir haben 28 Ballen, genau, der Blue. Der fährt einmal rüber hier auf die 1. Zack. Ach, warte mal, wir sollten vielleicht noch ein Stück an den Rand fahren. So. Kurs, ja, speichere doch. Hier kommt. 9 Meter, 2 Vorgewände, wir fangen auf den Bahnen an, scharf, ja, passt alles. So, erster Wegpunkt. Und los geht's. Betriebskosten, ja. So, die sind am Arbeiten, ja, das geht auch wirklich gut voran hier. Der macht sein Ding. Der ist gleich zurück. Dann kann ich mal ganz kurz einen Schluck trinken. So. Ich sag mal, der einzige Nachteil von dem Ballenlager ist, wenn wir da jetzt unsere Silage reinknallen, geht die schöne Leuchtfarbe weg. Das ist der Nachteil, aber sonst ist es eigentlich egal. So, aber weißt du was? Wir übernehmen mal wieder schnell selbst das Steuer. So, wir haben wirklich 6 Aufträge gerade am Laufen. Frag mich nur, was Feld 66 ist und warum da noch kein Fortschritt ist. Ich glaube, das war das Feld, das wir zuletzt grubbern wollten, weil da der Grubber von der Mission her ist. Kann das sein? 66 ist bestimmt eine Grubber-Mission, oder? Das ist dann die Grubber-Mission, die wir als letztes machen werden. So, dann jagen wir wieder hoch auf die Wiese und es wird weiter eingesammelt. Arbeitsstellung. So. Diesmal gleich richtig. Ja, wenn man guckt, das Feld 3 ist so gut wie fertig. Also es läuft. So. Ich fahre wieder irgendwie komischen Kurs gerade. Wir nehmen jetzt wirklich eine Bahn nach der anderen weg hier. Sonst wird das nichts. So, aber ihr Lieben, wir sind erstmal durch für den Moment. Heute Nachmittag um 15 Uhr geht's, na klar, weiter mit einer weiteren Folge. Schaut doch dann gerne wieder rein. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, Ciao und bis dann.